Tiroler. Deutscher Pass. Ist ja auch italienischer Nationalspieler. 4 Punkte bislang. 2 Tore, 2 Assists in dieser DL-Saison. Ja, jetzt gucke ich gerade auf die Live-Tabelle hier. Und habe die Strafe jetzt nicht gesehen. Was gibt's? Daniel Weiß. Ja, das ist sicherlich jetzt in dieser Phase bei dieser nächsten Strafe der Frust, der damit eine große Rolle spielt. So, jetzt kollabiert er aber komplett hier, Daniel Weiß, weil er runter muss. Und zerlegt seinen Schläger da am Glas. Ja, die Reste werden jetzt erstmal aufgesammelt. Ja, und wenn ich das gerade gesagt habe, der Frust spielt da eine große Rolle, dann hat man das gerade noch mal gesehen, wie viel Frust da drin steckt. So, hier. Das war vorher wegen unsportlichen Verhaltens. Und die Unparteiischen haben es gerade gesagt, lang nach 10 plus 10. Ja. Ja, führt dann natürlich zur Spieldauer. Gut, das jetzt alles noch on top für die DEG. Top für die DEG. Eieiei. So, und jetzt muss natürlich einiges passieren hier, dass das noch funktionieren kann, und es funktioniert nicht mehr. Denn die Wild Wings machen das 3-0 und jetzt geht's mal richtig ab hier. Jeder mit jedem, jeder gegen jeden. Und wenn ich hier von Frust gesprochen habe, dann kommt jetzt aber mal alles raus hier. Die hören gar nicht mehr auf. Schmölz und Ebner haben sich da schon wieder einigermaßen berappelt. Bernhard Ebner, der versucht da sogar zu schlichten. Der Torschütze zum 1-0. Jetzt müssen wir das gleich erstmal alles aufklären. Scheibe war drin und dann ging's los. Da hat gerade gefühlt keiner mehr Handschuhe angehabt, keiner hat mehr den Schläger in der Hand, was ja logisch ist. Weil erst schmeißt du die Schläger weg, dann die Handschuhe. Und dann nicht Rumble in the Jungle, Rumble in der Helios Arena. So, hier kommt nochmal dieses Nachstochern von Daniel Schmölz. Und dann gibt Brandon Yip Samson einen mit. Und dann geht's los. Und dann Klassenkeile, aber nicht für einen, für alle. Niederberger mischt da auch noch mit. Ui, und Geisbers, der tritt da auch noch mal nach. Meine Güte.
Weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Hier nochmal die Szene. Da. Der Treffer von Schmölz, ja oder nein? Also ich sag's mal so, da verlangt die eine oder andere Boxveranstaltung Eintritt für. So, Danner. Und Daniel Kreuzer, die sich jetzt anhören, was die Schiris zu sagen haben. Muss ja erstmal aufgearbeitet werden. Also jetzt erstmal der Videobeweis. Sehen Sie da rechts oben auch eingeblendet. ...5:48 auf der Uhr. So, hat er hier die Scheibe. Also den legt er sich eigentlich selber rein. Und das ist der lange Zettel. Mit dem Eintrag ins Klassenbuch. Da stehen viele Nummern drauf. Schauen Sie mal, da ist doch ein bisschen was. Ich sehe den Ebner, ich sehe Samson, Geispers. Schon ein bisschen was drauf. Also unnötige Härte für Ebner und Niederberger. So, erstmal zählt das Tor, das haben wir auch geklärt. Geht fast unter. Da kommt man ja fast nicht mehr hinterher. Also auf Seiten der Wild Wings. Schmölz. Geispers. Auf jeden Fall. Auch mit Spieldauer, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt. Hier vom Unparteiischen. Aber die sind immer noch nicht fertig. So, jetzt wird nochmal hier das Tor offiziell verkündet. Ist ja komplett runtergegangen. Das ist der Tor von Marco Schmölz.
So, die Frage ist vielleicht jetzt eher irgendwann, wenn sie es dann mal ausge... würfelt haben. Nee, würfeln ist falsch. Die haben das ja im Blick, die Schiris. Also Samson Palausch. Immer auf der Bank. Das dauert jetzt gleich 10 Minuten, bis wir hier mal überhaupt alle Strafen sortiert haben. Also wer sitzt jetzt ab? Palausch, bleibt dabei. Bei der DEG sind es auf jeden Fall Ebner. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer die Strafe für Niederberger sitzt.